Dann, hi erstmal, ich bin Jadka, für alle, die es noch nicht wissen. Ich arbeite normalerweise mit Snap, das ist eine blockbasierte Programmiersprache. Und jetzt möchte ich euch was erzählen über Turtle Stitch. Das ist eine Version von Snap, mit der man nachher den Code, den man programmiert hat, für Stickmaschinen exportieren kann und aussticken kann. Wie Snap läuft Turtle Stitch im Browser. Am besten Chrome oder Firefox verwenden. Einfach hier Run Turtle Stitch klicken. Und dann seid ihr schon in der Entwicklungsumgebung. Wie in den meisten blockbasierten oder wie in allen blockbasierten Sprachen hat man hier an der Seite diese Palette mit den Blöcken. Das sind die gleichen Blöcke, die ich habe in Snap. Viele haben, die man auch in Scratch hat. Es gibt ein paar Unterschiede. Ich habe hier zum Beispiel diese kleine Schildkröte, die ich programmiere, die Turtle. Und die Turtle ist die einzige Sprite, die ich machen kann. Das heißt, ich habe genau ein Ding, mit dem ich Stickmuster machen kann. Außerdem habe ich hier noch so ein paar andere interessante Sachen. Die zeige ich später noch kurz. Ich programmiere genau wie in Snap und in Scratch, indem ich Blöcke hier rüber in den Skriptbereich ziehe und ausführe, indem ich entweder draufklicke oder so ein Event dranhänge. Also zum Beispiel hier, wenn ich die Leertaste drücke, gehe 10 Schritte vorwärts. Hier drüben macht meine Schildkröte das dann. Wenn ich jetzt hier mal Zoom to Fit mache, dann seht ihr, dass der Unterschied ist, dass ich hier immer diese blauen Böbbel dazwischen habe. Das ist nachher jeweils ein Stich auf der Stickmaschine, wenn ich das exportieren will. Ich kann jetzt also programmieren, mir ein Muster, das ich nachher aussticken will. Jetzt kann ich natürlich nicht nur vorwärts machen und nicht nur diesen langweiligen Stich auswählen, sondern kann da verschiedene Sachen machen. Eins, das wir zum Beispiel mal machen können, ist ein Viereck. Ich sag mal, Quadrat ist meine absolut lieblingsgeometrische Form. Deine auch, ne? Quadrat. Wie funktioniert denn ein Quadrat? Das ist ein Viereck, genau. Das heißt, wir wiederholen alles viermal. Und was machen wir da? Ja? 90 Grad. Genau, wir machen, gehe 100 Schritte und drehe dich um 90 Grad. Wenn ich das einmal ausführe, dann kriege ich jetzt ein Viereck. Ich wische nochmal vorher, dass wieder sauber ist. Kriege ich ein Viereck. Hier kriege ich jetzt als Meldung, oh, vier von diesen Dingern sind zu lang. Bei der Stickmaschine muss man ein bisschen darauf achten, dass man immer die Stiche in bestimmten Abständen macht. Dass man immer die Stiche in bestimmten Abständen macht, damit der Stoff nicht so zusammengezogen wird. Also wenn ich einen Abstand von 100 habe, dann zieht es den Stoff in meiner Stickmaschine so zusammen. Das ist dann schlecht nachher im Ergebnis. Das heißt, hier muss ich jetzt versuchen, ein bisschen kleinere Stiche zu machen. Und da kommt die besondere Kategorie ins Spiel. Das ist die Embroidery oder Stickkategorie. Und hier kann ich verschiedene Sticharten auswählen. Zum Beispiel dieser klassische, der nur einmal sticht, das wäre der Running Stitch. Und hier könnte ich zum Beispiel sagen, mach so einen Laufstich und alle 10 Schritte stich einmal rein. Wenn ich das jetzt hier vorne dran mache und lösche nochmal, dann seht ihr im Vergleich, habe ich jetzt hier wieder alle 10 Schritte so einen Stich und so kann ich es aussticken. Und damit kann man jetzt schöne Müsterchen machen. Zum Beispiel können wir einen Kreis aus vier Ecken machen, so eine Art Mandala. Was ist deine Lieblingszahl? Wenn es geht, eine unter 100. 7, yeah, 7. Okay, Knaller. Wir machen 7. Also wir wollen 7 Vierecke machen. 7 mal wiederholen. Viereck ist das hier. Und jetzt müssen wir uns jedes Mal dazwischen drehen. Wie viel muss ich mich drehen, damit ich den ganzen Kreis kriege? Yay, 360 geteilt durch 7 Grad. Nice. Also so kann man abstrakt eigentlich alle Formen berechnen. Das ist immer 360, also der volle Kreis, geteilt durch die Anzahl an Sachen, die man will. Ich mache mal einen Dreh rein und dann mache ich einen geteilt durch, und zwar 360, geteilt durch, wenn wir 7 wollen, 7. Wir wischen nochmal und machen das nochmal und kriegen jetzt hier so ein Mandala-ähnliche Struktur. Das kann man jetzt mit verschiedenen Formen machen. Wenn man zum Beispiel kein Viereck will, sondern ein Fünfeck, dann kann man hier einfach anpassen. Ein Fünfeck hat hier auch 360 geteilt durch 5 Grad. Kann man zum Beispiel 7 Fünfecke machen. Sieht dann so aus. Man kann die auch miteinander kombinieren. Man kann eine andere Stichart wählen. Zum Beispiel könnten wir auch einen Kreuzstich machen. Das sähe dann so aus. Kann man ein bisschen dicker machen.
Ich finde es eigentlich mega schön, weil man kann selber was Personalisiertes gestalten. Ich habe hier auch mal meinen Alonso mitgebracht. Das ist das Maskottchen von Snap. Den habe ich mal da habe ich die Punkte einfach nachgezeichnet und habe dann direkt Koordinaten ausgestickt und kann dann eben so ein bisschen seine eigenen Designs machen. Es gibt noch eine Sache, die man beachten muss, wenn man das macht. Man darf nicht beliebig oft in dieselbe Stelle stechen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal sagen würde, ich mache nochmal den Laufstich, ich will 100 Fünfecke machen und will das 360 geteilt durch 100 mal machen, dann kriege ich nachher hier so eine Warnung, das ist die Density Warning, weil bei jedem Kreis oder bei jedem Fünfeck steche ich ja immer wieder an dieselbe Stelle und irgendwann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Nadel abbricht. Das heißt, man muss das ein bisschen umgehen. Hat jemand die? Ja, aber so kann man es leider nicht stichen. Hast du eine Idee, was man machen kann, damit nicht alles immer in die Mitte ins selbe Loch sticht? Ich könnte zum Beispiel jedes Mal noch einen kleinen Schritt gehen, dass ich noch so ein kleines Löchchen in der Mitte kriege. Ich kann zum Beispiel hier sagen, jedes Mal, bevor du dich drehst, geh doch vielleicht noch mal zwei Schritte. Und dann kriege ich genau das Gleiche, habe aber ein kleines Loch in der Mitte und kann das dann aussticken. Genau. Wenn jemand Lust hat, freue ich mich natürlich gerne. Ich habe eine Stickmaschine hier dabei. Kannst du im Turtle Stitch ein Muster machen. Ich stick's dir nachher aus. Vielleicht hat ja jemand Lust, zum Beispiel einen Alpaka zu designen oder so. Dann sticke ich das gerne. Habe Beutel dabei. Jeder, der Lust hat, was zu sticken, kann nachher vorbeikommen und ich mache das dann bei mir im Makerspace. Danke für eure Aufmerksamkeit. Okay. Ja. Du musst gleich hinterher rennen wahrscheinlich, ja, bevor die Stickmaschine übernehmen. Ich habe noch die Frage, und zwar kann man da auch mit Vektorgrafiken arbeiten? Also schwierig, tatsächlich kann man momentan das noch nicht, die arbeiten da dran. Man kann aber Sachen als SVGs exportieren, das heißt, man kann das dann für Cutter importieren und kann dann zum Beispiel Lesezeichen machen oder so. Aber Bilder importieren können wir gerade noch nicht. Hey, schade, das wäre ja natürlich. Das wär wir arbeiten, also wir. Vielleicht gebe ich noch kurz Credit. Das ist ein Programm von Andrea Meierstalder aus Österreich und dem Michael Aschauer. Die haben das zusammen gemacht, basierend auf Snap, weil sie eben gesagt haben, sie wollen was machen, was alle Geschlechter gleichermaßen anspricht. Jeder findet es irgendwie cool, seine individuelle Kleidung zu designen. Das ist auch schön, wo man irgendwie so Upcycling-Sachen machen kann, alte Sachen nochmal irgendwie neu. Und die sind aus Österreich, kann man auch gerne immer kontaktieren. Dankeschön. Bitte.